Ich bin Ulrike Schreiber und zusammen mit meinem Team unterstützen wir dich, deinen Traumpartner zu finden. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin die Beziehungsexpertin Ulrike Schreiber und ich unterstütze Menschen, in erfüllte und glückliche Beziehungen zu kommen. Klingt doch toll, oder? Und da gebe ich ganz viele Kurse online und offline. Ich mache Reisen. Wir fahren zu den schönsten Orten der Welt und schwingen uns in glückliche Beziehungen. Und ich bin kein Datingportal, das nicht. Obwohl, das könnte ich irgendwann mal werden. So, das wäre auch gar nicht schlecht. Allerdings geht es eher darum, einfach zu gucken, bei sich anzufangen. Um bei sich zu gucken und sich erstmal mit sich in einer guten Beziehung zu kommen, um dann auch eben gute und schöne Beziehungen im Umfeld zu haben. Und ich habe ganz viele Teilnehmerinnen und die frage ich am Anfang immer, was ist so für sie die größte Herausforderung in Sachen Beziehung? Und jetzt lese ich anonymisiert etwas vor und ich schätze, dass du auch von dieser Antwort partizipieren kannst. Ja, also deswegen fangen wir jetzt mal an. Und zwar, eine meiner Teilnehmerinnen schreibt, sogleich mache ich mich ans Werk und nutze die Impulse. Ich gebe jeden Tag immer Audioimpulse, die von der schönsten Stimme Deutschlands gesprochen werden. Das ist nämlich mein Traumpartner, der hat die schönste Stimme der Welt und der nimmt ganz tolle Impulse aus. Also ich schreibe ganz viel, ich habe auch schon ein paar Bücher geschrieben, noch nicht veröffentlicht, mache ich allerdings irgendwann. Und ich schreibe immer ganz viel und er spricht das dann und ich habe eine eigene App. Und meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bekommen diese App dann kostenfrei und kriegen jeden Tag einen Impuls draufgespielt, was immer zu dem Thema Beziehungen, Glück, glücklich sein, manifestieren und so weiter eben, ja, irgendwas damit zu tun hat. So, also sie nutzt die Impulse. Mein erstes Zoom und entsprechend gespannt. Ich arbeite ganz viel über Zoom, also dieses Tool, wo man sich dann auch eben sehen kann, weil ich das einfach schön finde, wenn man sich auch feedbackt und nicht jetzt rede ich ja nur so rein und erzähle was und ich wünschte mir jetzt gerne ein Feedback. Deswegen schreibt gerne ein Feedback, Kommentare, gerne konstruktiv, versucht das ganze Negative wegzulassen, weil alles das, was du negativ aussendest, bekommst du negativ zurück. Also du schadest nicht mir, sondern du schadest dir selbst, wenn du negativ denkst, wenn du negativ kommentierst. Mir macht es nichts, weil ich schwinge ganz weit da oben und ich gebe dir gerne deine Negativität zurück, weil in meinem Mikrokosmos kommt Gutes und Positives, damit ich Gutes und Positives ausstrahlen kann. Und ich schütze mich dafür, alles Negative habe ich mich zu entschieden, einfach nicht in meinen Mikrokosmos kommen zu lassen. Deswegen schreib mir gerne, wie du es findest und was du so für Gedanken hast. Also da freue ich mich. Abonnieren, liken und so weiter. Das kennst du ja, das Spielchen hier. Und jetzt lese ich mal weiter. Ich mache das, wie gesagt, immer im Zoom, weil ich das einfach schön finde, in die Interaktion zu gehen. Wie, wo, wann man drückt, um etwas zu schreiben oder zu schnacken, finde ich da noch raus. Genau, Zoom, genau. So, jetzt sagt sie erstmal, wie sie heißt. Das sage ich natürlich alles nicht, wo sie wohnt auch nicht. So, geschieden seit 2014, nach 23 Jahren. Die Ehe blieb kinderlos. So, und es war eine Komfortzone. Ja, also wenn man tatsächlich in einer Ehe ist und sich das so gemütlich eingerichtet hat und in seiner Komfortzone so ist, dann gibt es so diesen inneren Schweinehund oder ich sage ja auch immer, mein Egon, der mag es ja auch eher so gemütlich, bloß nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändern, weil lieber so beim Bekannten bleiben, da weiß man ja, was man hat. Guten Abend. Also so dieses Ding und sich nicht rauswagen, ne? Sich nicht erweitern, Komfortzone, Erweiterung, diese Dehnung, dieses Größermachen, dieses neugierig sein, das hat ja immer was mit Veränderung zu tun und Veränderung macht bei ganz vielen Menschen Angst. Und Angst ist einer der Turboblocker für eine Bewusstseinserweiterung, für eine Persönlichkeitsentwicklung in seinem Leben. Also Angst, das stoppt ja immer alles. Ja, deswegen gut erkannt, Komfortzone. Danach folgten zwei schmerzhafte, jedoch elementare Lieben. Beide, die meine Ängste, oh guck mal, da haben wir das Wort Angst, massiv triggerten. Sie triggerten da Minus- und Pluspol. Minuspol und Pluspol, das wird auch ganz häufig genannt. Ich sage auch ganz häufig Bindungsangst und Verlustangst. Also immer wieder in diesem Konflikt so bloß nicht zu viel Nähe zulassen oder ich brauche dich, um mich gut zu fühlen. Ne? Nein, ich bleib lieber alleine. Nein, ich brauche tatsächlich einen anderen, damit es mir überhaupt gut geht, damit ich mich überhaupt ganz fühle. So, genau, also sehr interessant, ne? Du warst also eher in dieser Braucher, ne? Ich brauche jemanden, Klammeräffchen, sage ich dazu auch immer, das kleine Klammeräffchen, was dem anderen wirklich auch so die Luft abschnüren kann. So, ah ja, das ist auch interessant.
Und zwar, das passiert ganz häufig. Sie schreibt, als ich dadurch selbst zum Minuspol mutierte, also als sie von diesem Klammeräffin auf einmal zu diesem Abstoßer, also zu diesem Bindungsängstler, ich nenne ihn mal Bäb, Bindungsangst, Person, Bindungsängstler, wurde, kam dermaßen viel Scham auf. So, Scham ist ein Gefühl und das sendet in einer ganz niederschwingenden Frequenz. Scham ist bei 20 Herzfrequenz. Es gibt so eine Liste, so eine Herzfrequenzliste, wo man schwingt, wenn man in welchem Gefühl ist. Und das sendest du aus. Und das Lustige ist, es ist tatsächlich dieses Gesetz der Anziehung, es kommt immer wieder zurück. Also wenn du in so einem Schamgefühl bist, bekommst du Situationen, bekommst du Menschen, bekommst du Dinge, bekommst du Begebenheiten zurück, die das in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln. Das ist total spannend. Also es kam dermaßen viel Scham auf, dass ich die Männer ganz abschreckte und meine größte Angst sich bewahrheitete, verlassen zu werden oder nicht genug oder zu viel zu sein. Oh, du erkennst das so toll und du umschreibst das so toll. Das ist nämlich genau dieses Gesetz. Du hast so viel Scham gehabt und diese Scham tatsächlich bewirkt Widerspiegelung, dass du dann tatsächlich das, wovor du Angst hast, tatsächlich auch bekommst. Es ist so ein Perpetuum mobile, also die selbsterfüllende Prophezeiung hier in einer wahnsinnig guten Art und Weise beschrieben. Jo, also super erkannt, ne? Du hast sie dann selbst abgeschreckt und dann, was ist passiert? Du wurdest verlassen. Das Schlimmste, was du als eigentlich ursprüngliches Klammeräffchen niemals haben wolltest. Ne? Und dann eben wurden dir deine Glaubenssätze auch noch getriggert. Du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug, du bist zu viel oder du bist zu nervig oder was auch immer. Alles das, was dir wahrscheinlich damals schon in deiner Kindheit so richtig schön eingetriggert wurde. Natürlich wurde das nicht vielleicht so gesagt, aber es wurde dir suggeriert in irgendeiner, nein, ich habe jetzt keine Zeit, nein, störe mich jetzt nicht, ne, so diese Dinge. Huiuiuiui. Ich denke, so etwas in der Art wirst du wahrscheinlich erlebt haben als Kind und da ist es jetzt wieder, da spiegelst du es in deiner heutigen Zeit wieder, weil du da noch nicht die Auflösung gefunden hast. Kannst du finden, auch egal wie alt man ist, jeder kann das finden. So, den Ursprung kenne ich. Super. Du bist richtig weit schon, also wenn du das auch schon erkannt hast, wo das herkommt, super. Meine Hürde ist es, die Lösung dessen auch wirklich im Herzen zu fühlen. Trennungskompetenz zu erlangen. Ja, in einer liebevollen Beziehung emotional frei zu bleiben, ohne künstliche Distanz. Das ist der nächste Schritt. Nähe nährend erleben dürfen. Genau, das zu mir. Super, also. Du bist super auf dem Weg. Also herzlichen Glückwunsch. Du bist kurz davor, den Knoten platzen zu lassen, sage ich immer, weil du schon diese ganze Vorarbeit gemacht hast. Du weißt schon so viel. Du hast schon die Zusammenhänge erkannt, woran das alles liegt, warum du heute immer wieder in solchen komischen Beziehungen bist, dass du verlassen wirst oder dass du eben so distanzvoll geworden bist, obwohl du ja eigentlich das hier möchtest. Alles schon erkannt. Super, super, super. So, und jetzt kommt es, diese Lösung im Herzen zu fühlen. Im Moment bist du noch in dieser Einredungsphase und die ist auch gut, weil wir können hier oben mit dem Gehirn das tatsächlich steuern. Wir können unsere Gedanken steuern und du redest dir das jetzt ein. Und jetzt musst du wirklich gucken, dass du es auch richtig einredest und dass du da gute Werkzeuge für dich hast, dass du deine neuronalen Nervenbahnen tatsächlich dahin trainierst, dass du von dem Gedanken irgendwann auch ins Gefühl kommst, dass du es wirklich fühlen kannst, im Herzen fühlen kannst. Und da hast du auch noch ein wahres Wort gesagt, Trennungskompetenz zu erlangen. Das hat nämlich wirklich was mit Trennungskompetenz zu tun, weil wenn du dich nicht von dem Ursprung und das, was da war, trennst und das Trennungskompetenz bedeutet immer erstmal erkennen, das hast du getan, du erkennst das, diese Herausforderung, diesen Ursprung. Und dann nimmst du ihn auch an, weil manche stoßen ihn ab, das gehört nicht zu mir, das bin ich nicht, das will ich nicht, da können andere mit, ne, so dieses. Also du nimmst es auch an und zwar in Dankbarkeit nimmst du es an, egal wie schlimm oder was da vorgefallen ist, in Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Booster schlechthin, nimmst du an und dann lässt du es in Dankbarkeit los und lässt es aus deinem Energieumfeld, aus deinem Mikrokosmos auch wirklich raus, also Gib es ab, da wo es hingehört, da wo es in Dankbarkeit hingehört. Nicht im Groll, weil dann ist da so ein dicker Grollfaden, der wurschtelt dann da immer noch rum. Nicht in Zorn, nicht in Wut, nicht in Angst, nicht in Trauer und so weiter.
Du darfst das alles spüren, jedes Gefühl darf gespürt werden, darf angesehen werden, aber es darf dich nicht in irgendeiner Art und Weise domestizieren, sondern du domestizierst deine Gefühle. So, das ist es. Also Trennungskompetenz zu erlangen und dieses sich dann trennen, in Dankbarkeit loslassen. Da kannst du wirklich noch ein bisschen was tun. Da gibt's ganz tolle Übungen, da gibt's Anleitungen. Also sei es dir wert und investiere da wirklich noch mal ein bisschen Zeit und Energie für dich, so dass du da kommst, weil du bist wirklich kurz davor, wirklich in eine ganz tolle, positive, hochschwingende Energie zu kommen. Ich kenne dich ja auch schon vom Zoom und ich erkenne das an Gesichtern, wie weit wer wo ist und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist ein so ein kleiner Knoten. Und dann bist du wieder da, also was, ja, dann bist du wieder da, wo du ursprünglich hergekommen bist, in der Liebe, in der Selbstliebe und in der Liebe zu allem und zu allen anderen. Und dann kannst du tatsächlich diese Beziehung auch ohne künstliche Distanz tatsächlich in einer Beziehung frei bleiben. Das ist es ja. Das ist es ja auch, was du anstrebst. Nähe nährend erleben dürfen. Und das ist es. Wenn du da in dieser hohen Liebe schwingst und in dieser Freiheit, in dieser inneren Freiheit, dann hast du auch die äußere Freiheit. Und das funktioniert. Und dann findest du, oder was heißt findest du, dann ist der Partner auch so, wie du das möchtest. Weil du wirst ja immer, kriegst ja immer das vorgesetzt, wo du, auf welcher Stufe du dich gerade befindest. Und das ist einfach cool. Das ist so ein schöner Indikator. Das ist wie so ein pH-Streifen, der sich irgendwie färbt. Weißt du immer, ach, jetzt bin ich in dieser Bewusstseinsstufe gerade. Und wenn du nachher in dieser Liebesbewusstseinsstufe bist, in dieser hohen schwingenden Frequenz und Energie, dann hast du auch einen Partner, der das mit dir lebt. So, Erwartungen an die Woche. Ich mache immer wieder so Wochen, solche Power-Wochen, wo wir wirklich so in unsere Kraft kommen und ganz viele Sachen auflösen und wo wir in eine ganz hochschwingende Energie kommen. Und die Erwartung an die Woche, ein paar innere Knoten wieder lösen zu dürfen, super, super, super. Die Weiblichkeit im Miteinander mit euch zu stärken, ja, sehr schön. Also wir Frauen dürfen gerne in unserer Weiblichkeit sein und die Männer gerne in ihrer Männlichkeit. Und wenn wir Frauen in Partnerschaften in unserer Weiblichkeit sind, sind die Männer auch in ihrer Männlichkeit. Also das bedingt sich gegenseitig und dass wir da dann so eine Balance finden, dass wir tatsächlich unsere beiden Pole so schwingen können, dass wir auf Augenhöhe, ich in Weiblichkeit, ich sage ja immer, werde zur Königin, dann darf dein Mann auch der König sein. Und umgedreht ist es genau das Gleiche. Und dann dürfen wir auch wirklich König und Königin nebeneinander sein. Und das ist einfach schön in einer Partnerschaft. Sehr schön, also deine Weiblichkeit zu stärken mit uns und habt einen angenehmen Restabend. Ja, haben wir, also ich hoffe, du hast auch ein bisschen was jetzt wieder so für dich so mitnehmen können. Wenn du selbst eine Frage hast, wenn du eine Herausforderung hast in Sachen Beziehung, dann schreib mir gerne und dann mache ich auch gerne ein Video darüber. Wenn du zu einem dieser tollen Kurse kommen willst, wenn du in meine geschlossene Gruppe kommen möchtest, wenn du eins meiner tollen Reisen mitmachen möchtest, dann melde dich auch oder guck hier auf meiner Homepage, was da so für dich ist, wo du mitschwingst, wo du sagst, oh, da sagt mein Herz, da sagt meine Seele, das klingt gut, da möchte ich ein Stück weit einfach mal von der Uli mit begleitet werden und dann komme ich gern ein Stück weit in dein Leben, in deinen Mikrokosmos rein und dann gucken wir, dass wir gemeinsam noch höher schwingen. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Abos, ich freue mich über alles Mögliche, alles, was positiv ist, darüber freue ich mich. Das Negative darfst du gerne als dein eigenes Geschenk behalten. Ich wünsche dir was. Und jeder ist es wert, geliebt zu werden und zu lieben, auch du. Alles Liebe, deine Uli.